Lass uns bitte ehrlich miteinander sein. Warum haben Männer so wenig Auswahl bei Frauen, an denen sie wirklich interessiert sind? Warum explodiert dein Handy nicht mit Nachrichten über Nachrichten über Nachrichten von Frauen, die du toll findest? Und wo ist diese Frau, die dich wirklich interessiert? Wieso gehen wir denn so oft alleine ins Bett und jemand anderes darf morgen früh neben seiner Traumfrau aufwachen? Warum haben nur wenige Männer diesen Luxus? Wenn du wissen möchtest, wieso manche Männer Erfolg bei Frauen haben und jederzeit eine tolle Partnerin finden können, dann ist dieses Video genau für dich. Aber wenn du glaubst, dass sie hohen Status, viel Geld, besseres Aussehen oder mehr Alpha sein müssen, dann klick jetzt weg. Dann ist dieses Video nichts für dich und du könntest vielleicht in der Ecke sitzen und weinen, wenn du es fertig angesehen hast. Die Schuld liegt nämlich nicht an Frauen oder deiner Genetik, sondern an etwas, was jeder Mann mit Herz lernen kann und du wahrscheinlich einfach noch nicht weißt. Wie oft sagst du einer Arbeitskollegin, die dir vielleicht gerade neu vorgestellt wird, wow, dein Lächeln ist ja umwerfend. Hi, ich bin Andi. Du und ich sollten vielleicht mal ein Eis essen gehen. Selten? Nein. Nie, stimmt's? Und das ist auch nicht schlecht. Selbstverständlich wäre das am Arbeitsplatz vor der gesammelten Belegschaft nicht gerade feinfühlig. Und natürlich ist da auch die Angst, es dir beim Arbeitsplatz zu versauen. Ganz zu schweigen von dem ganzen Druck, den sie an einem neuen Arbeitsplatz ohnehin schon hat und womit du es ihr noch viel schwieriger gemacht hättest. Okay, pin das einmal an, vorerst. Was sollen wir also tun, wenn wir auf der Arbeit keine tollen Frauen kennenlernen können? Wo können wir sonst wunderschöne und interessante, intelligente und Frauen mit Werten kennenlernen? Im Internet? Wie hat das für dich bisher geklappt? Eher nicht so, oder? Und Nachtclubs? Wo die Musik so laut ist, dass du dich selber nicht hören und verstehen kannst? Im Freundeskreis? Naja, da war ja diese eine Frau, aber das hat ja bekanntlich nicht geklappt. Und sonst hast du nicht viel Auswahl. Also wo? Es gibt da einen verrückten Weg, jederzeit tolle und intelligente Frauen von dir zu verzaubern. Von deinem authentischen Charisma. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass ein Mann, der keine schicken Klamotten getragen hat, ein bisschen dicker und deutlich kleiner war als ich, es gemacht hat und eine echt hübsche Frau zum Strahlen gebracht hat, hat es meine komplette Realität gesprengt. Das Geheimnis, das nur sehr wenige Männer kennen und von diesen Männern nur ein Bruchteil nutzt, ist das Kennenlernen von Frauen im Alltag, in der Bücherei, im Supermarkt, beim Wandern oder Sport, ganz egal wo du bist in deinem persönlichen Alltag. Das Ganze hört sich natürlich erstmal etwas schwierig an. Wie soll ich das denn machen in meinem Alltag? Aber es ist gar nicht so schwer. Es gibt dazu ein paar Punkte, die dir sonst keiner verrät, die ich dir jetzt verraten werde. Denn was ich so sehr daran liebe, ist die absolute brachiale Ehrlichkeit. Bist du Single? Ich bin Single, ja. Diese absolute Ehrlichkeit deiner Bedürfnisse, die du Frauen sonst nicht direkt entgegenbringst. Ich mag dich. Ach so. Ja, was machen wir jetzt mit der Info? Auf diese Weise können das nur Männer mit Tiefe. So wie diese Männer, die auf diese Weise in unserem Coaching ihre Freundin kennengelernt haben. Im Internet und auf Partnerbörsen geht das einfach nicht. Da merkt keiner deinen Mut oder deinen Charme. Aber tagsüber, in der Stadt, im Verkehr der Passanten, wo eine Begegnung zwischen zwei Fremden im Trubel völlig untergeht, da ist das möglich. Hier ist das Kennenlernen von wunderschönen Frauen mit tollen Werten absolut möglich. Denk dran, wie ist das, wenn du durch die Stadt gehst? Mit welchen Scheuklappen laufen wir Tag ein, Tag aus durch die Straßen und merken nicht, was links und rechts wirklich passiert? Wenn dort ein Mann eine andere Frau anspricht, irgendwo, dann wirst du dir wahrscheinlich denken, ah, okay, die kennen sich wahrscheinlich. Und genauso kommt es dir vor, wenn einer meiner Klienten das in deiner Stadt macht. Und das Coole ist, genauso kommt es auch ihr vor, wenn sie von dir angesprochen wird. Überleg einmal, wie möchte eine Frau wohl ihren Traumprinzen kennenlernen? Ist das im Club, wenn er an ihr herumtanzt und sie besoffen anmacht? Wo würde sie gerne ihren Ritter auf einem weißen Schimmel kennenlernen? Ich habe diese Frage übrigens schon Dutzenden von Frauen in einer kleinen inoffiziellen Umfrage gestellt und die Antworten, die sind ziemlich eindeutig. Frauen selber sagen mir, es wäre wunderschön, einen Mann in einem Café oder beim Wandern kennenzulernen. Es entwickelt sich einfach ein lockeres Gespräch. Einfach so. Was heißt dann einfach so? Gott hält dort nicht die Fäden in seiner Hand. Amor schießt keinen Pfeil auf euch beiden und ihr lauft ferngesteuert aufeinander zu. Nein, in so einem Fall spricht immer einer den anderen an und läuft von A nach B, um es zu tun. Dieses Etwas, dieser Hoffnungsglimmer, diese Chance, dass ihr Tag versüßt wird, das bist du. Und alles, was eine Frau dann noch von dir sehen muss, um Interesse für dich zu entwickeln, sind
drei Dinge. Erstens, der Schneid, überhaupt auf sie zuzugehen und ihr ehrlich zu sagen, was du Schönes über sie denkst. Zweitens, dass es dir egal ist, ob das Ganze von Erfolg gekrönt sein wird oder nicht. Denn wenn es dir völlig egal ist, ob ihr euch miteinander verabredet oder sie einfach nur sagt, Dankeschön, und dann weiterläuft, dann bist du anders als all die anderen Männer. Du darfst nämlich verdammt nochmal stolz auf dich sein, dass du auf dein Herz gehört hast und Liebe bei anderen Menschen verteilen wolltest. Das ist sau selten heutzutage. Hut ab. Drittens, Charisma. Und darüber reden wir gleich noch mehr. Und das Geile ist, alle drei Dinge kannst du in wenigen Monaten lernen. Mut ist eine Entscheidung. Charisma ist erlernbar. Flirten kannst du lernen. Wenn du eine kostenlose Analyse deines Charisma-Potenzials haben möchtest und nebenbei herausfinden willst, was für ein Flirttyp du bist, dann hol dir deine kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse von einem Experten mit über einer Dekade Erfahrung und Hunderten von Erfolgsgeschichten. Ja, diese Analyse ist völlig kostenlos und ja, darin sprechen wir auch über Coaching. Wenn du es also weiterhin alleine versuchen möchtest, dann steht dir das völlig frei. In diesem Fall ignoriere einfach den Link in der Beschreibung.